Alle Welt da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe ein Thema aufgetan, das ist schon ein paar Tage alt. Ich habe es aber noch nicht kommentiert und ich denke, ich muss es tun, weil es extrem wichtig ist und weil wir es heute auch auf Bissig und Böse um 19.30 Uhr thematisieren werden. Es geht um die Idee, die Kindergrundsicherung zu verändern. Und hier sollen mindestens 250 Euro pro Kind gezahlt werden. Und es soll möglich sein, bei armen Familien sozusagen, bei Bedürftigen, auf bis zu 600 Euro pro Kind zu gehen. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, an wen das Geld fließt. Also, kinderreich sind die Deutschen nicht gerade im Schnitt. Wer ist denn kinderreich? Oh, die zuwandernden Migranten, gerade aus muslimischen Ländern. Natürlich kann man nicht sagen, dass das bei allen Migranten gleich ist. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Japaner, Chinesen und Italiener nicht so ins Gewicht fallen, wie Familien aus muslimischen Ländern. Wenn wir in die Statistiken gucken, wer Bürgergeld bezieht, ja, und wie das mit den Fachkräften, die seit 2015 eingewandert sind, ist, dann stellen wir fest, dass wir einen Großteil des Bürgergeldes eben für Migranten ausgeben. Und die kommen doch gar nicht raus, weil die Kompetenz, die Sprache, die Mentalität nicht haben. Oder vielleicht auch, weil mancher nicht will. Und da bleiben die auch. Weil wenn die jetzt noch eine Kindergrundsicherung bekommen und die haben halt eine gute Schnittfamilie da, 4, 5 Kinder, ja, geht auch mal mehr durchaus, dann werden die so alimentiert, dass sie gar nicht arbeiten gehen. Warum? Das wäre bescheuert. Nehmen wir mal an, jemand hat 5 Kinder und ist in Hartz IV. Dann wäre er natürlich arm und dann wäre er vielleicht ein Fall für die maximale Grundsicherung. Jetzt nehmen wir mal diese 600 als Beispiel. Es muss ja nicht so sein, aber nehmen wir das mal an. Dann kriegt er für 5 Kinder 3000 Euro. Der geht doch nicht mehr arbeiten. So dumm kann niemand sein. Niemand kann so dumm sein, nicht zu erkennen, dass das Armut und Abhängigkeit vom Staat verstärkt. So dumm kann man nicht sein. Das heißt, das ist ein gezieltes Programm, um das Geld von den Deutschen umzuverteilen, sie zu ruinieren und den Migranten zu geben und die Migration nach Deutschland nochmal zu verstärken. Denn das ist ein solcher Magnet. Nehmen wir mal an, du kriegst nur die Hälfte. Nur die Hälfte, überleg mal. Dann hast du 1500 Euro. Ganz ehrlich, das ist ein Faktor, der auch wieder dafür spricht, dass unsere Demokratie und unsere Demografie sich verändern werden. Und das, was der AfD gerade jetzt vorgeworfen wird, ja, dieses Rechtsextrem und überhaupt, ne, Stichwort Kandidaten für Europa und so, habe ich auch ein Video heute drüber gemacht, das ist genau das, was hier dann passiert. Wir werden Armut verstetigen, wir werden Migration anheizen ohne Ende und der Deutsche, der arbeiten geht, macht die lange Nase. Eigentlich müsstest du als Deutscher dann sagen, ich gehe hier für irgendwie 2000 brutto arbeiten oder so. Also ehrlich gesagt, zu Hause bleiben, ein paar Kinder haben, das lohnt sich dann mehr. Und natürlich ist es auch so, dass die Migranten das erkennen werden und gerade die, die nicht gebildet sind etc., die werden ihre Kinderwünsche nochmal überdenken in Richtung Großfamilie, wollte ich natürlich sagen. Also wie die Kaninchen quasi. Okay, ist ein bisschen böswillig, aber ich bin eh mal demonetarisiert. Ist also eigentlich auch egal, ja? Ich frage mich übrigens mal wieder, wann ich mal wieder eine Monetarisierung bekomme für eines meiner Videos. Im Augenblick, naja, ist ein anderes Thema. Ne? Also von daher, Grundsicherung für viele Kinder verstetigt natürlich die Abhängigkeit vom Staat, auch die Bereitschaft zu folgen. Es verstetigt natürlich den demografischen Austausch, den es ja angeblich nicht gibt, weil die Leute werden immer mehr Kinder bekommen, wir immer weniger, bis wir sozusagen mehr oder minder ausgestorben sind. Und das ist eine ganz logische statistische Entwicklung, dass es so passieren wird. Und es wird vehement gesagt, das ist alles eine böse Verschwörungstheorie. Ja? Du musst dir nur mal die statistischen Zahlen angucken. Ich bin jetzt 46, als ich jung war, waren die Bevölkerungszahlen noch ganz anders. Wir haben jetzt, glaube ich, offiziell 25% Ausländer, also Migranten oder so. Es sind auch so Zahlen oder 20 oder ist doch egal. Ich glaube den Zahlen sowieso nicht. Wenn ich mich draußen bewege, komme ich mit 25% nicht aus. Das kann ich schon mal sagen. Ja, kann man mir erzählen, was man will. Aber da, wo ich lang gekommen bin in den Städten, da kommst du mit 25% nicht aus. Ja, also da müssten ja Milliarden auf dem Land leben, um das auszugleichen. Ich übertreibe ein bisschen, ich weiß. Milliarden natürlich nicht. Aber wenn Frau Baerbock das kann, dann kann ich auch mal übertreiben. Also das ist wieder ein Faktor für die Abschaffung der Deutschen. Die Demografie im Prinzip gegen uns zu wenden und massiv Leute ins Land zu holen. Die Grenzen sind ja faktisch offen, es wird ja nicht abgeschoben etc. Wenn du das forderst,
dass du sagst, das Asylrecht wird hier missbraucht, bis zu rechtsextrem. Das ist die Einschätzung im Verfassungsschutz für die AfD. Leute, die sagen, wir brauchen Remigration, ja. Und dann wirst du hier explodierende Bevölkerungszahlen haben. Wir werden die bezahlen ohne Ende, bis wir unter der Arbeitslast und den Steuern zusammenbrechen. Die Inflation wird immer weiter hochgehen. Die Wirtschaft kackt ab. Und das muss irgendwann zum Zusammenbruch oder zu Mord und Totschlag führen. Weil im schlimmsten Fall sagen die Deutschen, ich habe die Fresse dick, die ziehen uns alle ab und kriegen hier die Kohle. Dann bestenfalls gehen sie nicht mehr arbeiten und sagen, dann ziehe ich halt auch. Oder Schlimmeres. Ne? Was hier gezüchtet wird, ist ein Bürgerkrieg. Er ist die Verarmung der Mittelschicht und auch der Unterschicht. Ja, die Oberschicht, die kann sich da vielleicht gut rausretten. Aber man zerbricht der Mittelschicht und der Unterschicht das Rückgrat hier. Except der Unterschicht natürlich, die davon profitiert. Ganz klar. Und das ist so ein wichtiges Thema, das ich auch nochmal thematisieren wollte. Es ist im Kontext zu sehen, finde ich, der Abschaffung Deutschlands und auch der deutschen Ethnie. Und das ist alles mega rechtsradikal, was ich sage, ich weiß. Aber die Statistik gibt mir recht. Und ich als Ökonom sage euch, Anreizpolitik zeigt Wirkung. Und wenn diese Anreizpolitik so ist, dann werden massiv Migranten herkommen und immer mehr Kinder machen als vorher und sich gesund stoßen, bis der Staat pleite ist. Weil du kannst nicht auf Dauer Millionen Leute durchfüttern, die nichts tun und nichts beitragen. Da kann der grüne Spinner von nebenan noch so nett sein und noch so viel Weltoffenheit fordern. Die ökonomischen Realitäten sind, du bist irgendwann pleite. Und wenn dann nichts mehr zu fressen da ist, dann fragen wir uns mal, was dann passiert. Und dann ziehen die Deutschen vielleicht sogar noch den Kürzeren. Ne? Denn die sind ein bisschen weichgespült und nicht bewaffnet. Ich würde mal sagen, da gibt es im migrantischen Milieu durchaus Leute, bei denen das anders ist. Nicht bei allen. Ich schere auch nicht alle über einen Kamm. Aber selbst wenn das lauter nette Leute sind und sie sich nur als Anreizanpasser verhalten, wenn das alles nette, kultivierte Leute sind, dann werden die wegen der Anreize trotzdem wahrscheinlich alle massiv Kinder bekommen und von uns ziehen. Es gibt einfach keinen Anreiz mehr, dann zu arbeiten und sich was aufzubauen. Bei so viel Geld, was du bekommst. Ja? Und ich, der nach Schweden ausgewandert ist, der in Deutschland gemeldet ist, nur mal so für euch, ne? Ich kriege kein Kindergeld. Glaubt man ja nicht. Seit meine Frau und meine Tochter raus sind, kriege ich kein Kindergeld. Ne? Gibt's für mich nicht. Ich bin Deutscher, ich zahle hier ein, ich kriege kein Kindergeld. Falls ihr das nicht wusstet, ne? So. Also, das läuft nicht. Vielleicht kriege ich irgendwann nochmal Kindergeld vom schwedischen Staat eventuell. Dann aber wohl nur die Hälfte, so wie ich das gesehen habe. Ja, oder sogar weniger als die Hälfte. Ich glaube 65 Euro sind es die Hälfte. Ja, ich glaube es ist weniger als die Hälfte. Also das ist, weiß ich noch nicht, wie das. Meine Krankenkasse hat immer noch nicht gezahlt. Von daher nur mal so als Vergleich, ne? Wie es dir geht, wenn du dummer deutscher weißer Mann bist. Und wie es dir geht, wenn du einfach mal dem Staat auf der Tasche liegst, dann wirst du dafür auch noch belohnt. Und ich mache das den Leuten noch nicht mal zum Vorwurf. Ich würde es genauso machen. Ganz ehrlich. Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist ein Geschäftsmodell, in Hartz IV dann zu leben und Kinder zu machen. Und das ist etwas, das muss man erkennen. So dumm kann niemand sein. Also ist es gewollt. Und damit geht es wieder darum, Deutschland möglichst schnell und die ursprüngliche Bevölkerung abzuschaffen. Das ist das, was ich denke. Vielleicht denkt ihr was anderes? Schreibt es in die Kommentare rein. Bitte Glocke aktivieren. Daumen hoch. Bitte teilen. Und mir folgen auf Twitter Einsame Wanderer 4, mir folgen bitte auf Gettere den Lone Wanderer, auf TikTok der Einsame Wanderer, ganz wichtig, und auf Einsame Wanderer 2019 bin ich auf Instagram. Ja, pusht mich bitte, ich baue schon wieder ab, das finde ich doof. Lasst uns mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Botschaften um die Welt gehen und ein paar Leute mal mit meinen rechtsradikalen Botschaften konfrontiert werden. Wäre doch mal was. Macht's gut und bis gleich bei Bissig und Böse.